Hallo, ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du den ersten Teil dieser Meditation nicht gemacht hast, würde ich dich dazu einladen, das erste Video, das letzte Woche veröffentlicht wurde, einfach mal mitzumachen und das auch zu tun, denn dieser jetzige Teil baut darauf auf. Wir haben da in der letzten Woche, es ist darum gegangen, dass man sich mal bewusst macht, dass man im Hier und Jetzt das Karma lösen kann. Also dass das Karma keine Idee ist, die irgendwo vage ist und wo du keinen Zugang hast und wo in irgendeinem Schicksalsbuch was geschrieben steht und du kannst jetzt nichts verändern. Sondern ich habe eben geschaut, dass du das Bewusstsein bekommst, dass du Karma jederzeit verändern kannst und auch bearbeiten kannst. Und im jetzigen zweiten Teil werden wir jetzt darauf aufbauen, dass du das Buch deines Lebens umschreibst. Und das ist eine sehr einfache und auch sehr angenehme Übung, die man immer wieder machen kann, wenn dich Themen beschäftigen. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du in irgendeiner Beziehung feststeckst, zum Beispiel mit deinen Eltern, mit deinem Vater, deiner Mutter oder einer Schwester oder einem Bruder oder mit dem Chef oder egal welche zwischenmenschliche Beziehung dir da auch einfällt, dann kann man das mit dieser Technik sehr gut bearbeiten und auch energetisch lösen. Es geht auch in anderen Situationen, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Angst vor Krankheit, vor Hunden, vorm Ertrinken ganz häufig oder vor dem, dass ich irgendwo abstürze oder runterfalle, auch dann kann man diese Ängste sehr gut mit dieser Übung bearbeiten. Natürlich solltest du dir immer bewusst machen, wenn man an Ängsten arbeitet, dass du da gut gesettelt bist in dir und dass du nicht jetzt irgendwo da in eine größere Angst reinfällst. Also da bitte einfach aufpassen. Oder wenn du wegen diesen Ängsten behandelt wirst, würde ich das auch vorher mit einem Psychologen oder mit dem Arzt abklären, dass du diese Übung machst. Aber ansonsten kann man das wirklich sehr gut selber einfach machen und auch anwenden. Und da werden wir uns jetzt einmal gleich damit beschäftigen. Also die heutige Reise heißt quasi das Buch des Lebens umschreiben. So, und dann stürzen wir uns mal gleich ins Geschehen. Die, die letzte Woche dabei waren, wissen ja, also wenn man mit vergangenen Leben arbeitet, das ist in der Meditation vorgekommen, würde ich immer so dunkelblau oder violett nehmen. Das ist einfach so von der Frequenz schon eine sehr hochschwingende Frequenz. Die geht mehr so ins Intuitive, zum Inspirieren rein, also eher so drittes Auge und regt so ein bisschen so diese spirituelle Intelligenz auch mit an und die Intuition an und darum sind die Farben da ganz gut. Und vielleicht hast du ja schon mal was von dem Begriff Akasha-Chronik gehört, also wo es ja um die Idee eines Weltengedächtnisses geht, dass ja alles irgendwo gespeichert ist, was jemals passiert ist. Und deshalb nehmen wir einfach so diese Idee, diese Chronik als Buch wahr und arbeiten damit. So funktioniert jetzt dieses Bild. Gut, dann werden wir jetzt gleich mal starten. Wie gesagt, Karma ist nichts, was sich irgendwann einmal zugetragen hat, sondern Karma passiert in der Gegenwart. Das heißt, dein Gefühl ist gegenwärtig, dein Beziehungsproblem ist gegenwärtig, deine Verwicklungen sind gegenwärtig. Das ist nichts, wo man sagt, das ist irgendwann einmal passiert, sondern es ist in der Gegenwart und da ist es auch lösbar. Und das werden wir jetzt in diesem zweiten Teil noch machen. So, dann lade ich dich jetzt ein, dass du deine Augen schließt und einfach mal ganz tief einatmest und wieder ausatmest. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Und dein gesamter Körper entspannt sich.
In dir aktiviert sich jetzt der Anteil, der sich dessen bewusst ist, dass er karmische Verwicklungen, karmische Blockaden jetzt sofort lösen kann. Also dein Anteil, der weiß, die Vergangenheit ist nur in der Gegenwart zu heilen, ist nur in der Gegenwart zu verändern. Dieser Anteil aktiviert sich jetzt und dein ganzer Körper füllt sich mit einem violetten Licht. Es ist wie eine violette Flamme, ein violettes Feuer, das durch dein Becken fließt, in deine Beine und die Wirbelsäule hoch entlang in deinen Schädel. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und spürst, dass du dich energetisch auf die Frequenz der Akasha-Chronik, auf der Frequenz des Weltenwissens einklingst. Es ist wie ein Radiosender, den du einstellst. Und jetzt geht es darum, dass du dir einfach mal bewusst machst, was möchtest du heute bearbeiten? Fällt dir eine Person ein? Fällt dir ein Gefühl ein? Fällt dir vielleicht eine Beziehung zu dir selber ein, zu deinem Körper oder finanziellen Sachen? Also materiellen Dingen, familiäre Dinge. Lass dich einfach mal inspirieren. Und mach dir bewusst, welches Thema du heute bearbeiten möchtest. Lass das vor deinem geistigen Auge erscheinen. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich auch aufschreiben während dieser Reise. Also das ist überhaupt kein Thema. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und mach dir das Thema nochmal bewusst, das du jetzt bearbeiten willst, das du jetzt vielleicht lösen willst. Und du bist ja auf die Frequenz der Akasha-Chronik eingeschwungen und das bedeutet, dass du jetzt das Buch empfangen kannst, in dem einfach mal, das ist ein Teil von deiner Lebensenzyklopädie und das ist ein Band, wo genau dieses Thema beschrieben steht. Meine Beziehung zu meinem Mann, zu meiner Frau, zu meinem Chef, zu meinem Körper, zu meinem Geld, zu diesem Gefühl. Das ist dieser Band. Und du nimmst jetzt mal ganz bewusst, wie wenn du ein Buch in die Hand nimmst und stellst dir das mal vor. Und es ist wirklich hilfreich, dass du das wirklich fühlst, dieses Buch. Also schau mal, dass du sagst, ich habe jetzt diesen Band tatsächlich in der Hand, wo die Blockade, wo dieses Thema, das ich bearbeiten möchte, reingeschrieben ist. Also nimm dieses Buch wahr. Und jetzt mach dir bewusst, warum hast du dieses Buch in Händen? Warum hältst du dieses Buch in Händen? Ich halte dieses Buch, weil ich das Thema transformieren möchte, weil ich sämtliche Blockaden aus der karmischen Ebene da jetzt lösen möchte, bezüglich auf dieses Thema. Spüre ein inneres Ja. Spüre, wie jede Zelle deines Körpers, wie dein höheres Selbst oder deine Geistführer, was auch immer du
dir vorstellen möchtest, dass ein Ja kommt. Es soll ein tiefes Ja. Es ist okay. Auf all meinen Ebenen möchte ich jetzt das Thema, das in diesem Buch ist, transformieren. Ja. Und nach diesem Ja atmest du mal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt eine Klarheit, eine kristallklare Klarheit, ein Bewusstsein in dir, wo du weißt, das, was jetzt in diesem Buch steht, ist jetzt an der Zeit, transformiert zu werden. Und du siehst jetzt vor dir eine Feuerstelle mit einer violetten Flamme. Und du spürst jetzt, dass es Zeit ist, dieses Buch in die Flamme zu übergeben. Und wenn du noch ein bisschen zögerst oder das Gefühl hast, ich kann es noch nicht reingeben, dann fließen jetzt noch einmal alle Frequenzen in dich ein, die dir helfen, diese Widerstände zu lösen, sodass du dieses Buch ganz leicht, ganz selbstverständlich in das Feuer geben kannst. Vielleicht ist es ein Abschied von etwas, das dich schon ganz viele Leben begleitet hat. Also lass dir Zeit. Aber du spürst, während du diese Reise machst, dass du in dir immer klarer wirst und dass du immer mehr und mehr von diesem Buch loslassen kannst. Vielleicht verändert sich dieses Buch, dieses Bild auch in deiner Hand, wie etwas, das abstirbt, das nicht mehr von dir am Leben erhalten wird, wie ein Wurmfortsatz vom Blinddarm, der rausoperiert wird. Und du machst dir nochmal bewusst, was dieses Thema ist, was dieses Buch symbolisiert. Und jetzt atmest du tief ein und wieder aus. Mit dem Ausatmen wird nochmal alles abgetrennt, was dich jetzt noch mit diesem Thema verbindet oder verbunden hat. Und du spürst, wie dieses Buch jetzt ganz leicht in dieses Feuer reingeht, in dieses violette Feuer, wo es verbrennt. Und beobachte das, wie das Buch verbrennt und atme einmal tief ein und explosiv wieder aus und nochmal tief ein und explosiv wieder aus. Und du spürst jetzt, dass in dir Energien sich wandeln und frei werden, dass du immer klarer und ruhiger und friedlicher wirst. Und du spürst, dass sich dieses Thema jetzt in deinem Leben lösen darf. Du spürst, dass du am Mittelpunkt der Zeit stehst, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und du spürst, dass du gerade dein Lebensrad, deinen Lebensrhythmus verändert hast. Und zwar zum Positiven. Bedank dich jetzt mal bei deiner inneren Quelle. Und wenn du das Gefühl hast, dass sich da jetzt was gelöst hat, das vielleicht gefüllt gehört, dann lass nochmal goldenes Licht einfließen, Lebensenergie einfließen. Heilung einfließen. Und das geht ganz automatisch. Denn du bist absolut in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, an diesem heilenden, heiligen Punkt. Und du atmest tief ein
und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass es gut ist. Und du bedankst dich jetzt mal bei der Akasha-Chronik, bei dem Weltengedächtnis. Und erlaubst dir jetzt innerlich, dass du deine innerliche Frequenz wieder auf deine körperliche Mitte, dein Hier und Jetzt einstimmst. Dass dein Energiefeld strahlend und klar wie ein strahlendes weiß-goldenes Gewand sich jetzt rund um deinen Körper aktiviert. Du spürst, wie du freier geworden bist. Und du spürst in dir eine tiefe, tiefe Dankbarkeit. Du hast erkannt, dass du die Herrin oder der Herr über dein Karma bist. Du hast erkannt, dass du alles in der Gegenwart in deiner Hand hältst. Atme nochmal tief ein und wieder aus und mach dir das nochmal bewusst. Spüre, wie du entspannt bist und klar bist. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, beweg dich mal durch, streck mal deine Arme durch, deine Beine durch. Und dann erlaube dir, einfach mal wieder ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Atme nochmal tief ein und wieder aus und fühle ein bisschen nach. Und du hast jetzt während dieser zwei Reisen gelernt, dass du Herrin oder Herr über dein Karma bist. Das Karma nichts von dir Getrenntes ist, sondern in dir aktiv ist und dass du jetzt in dir das Werkzeug gefunden hast und auch die Bilderreisen gefunden hast, dass du das bearbeiten kannst. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser neu gewonnenen Bewusstheit und wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Abonniere bitte diesen Kanal und teile das Video, wenn dir jemand einfällt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Ereny.